Unauffällige männliche Eleganz ist keine Frage des Einkommens. Ein seriöses Herrenoberbekleidungsfachgeschäft hält für jeden modebewussten Kunden das Passende bereit. Entschuldigen Sie, mein Mann ist etwas voll in den Hüften mit ziemlich kurzen Armen. Es tut mir sehr leid. Womit kann ich dienen? Wir suchen einen Anzug für meinen Mann, Größe 52, etwas voll in den Hüften. Ja, ja. Mit ziemlich kurzen Armen. Ich zeige Ihnen mal was, wenn Sie inzwischen hier Platz nehmen wollen. Danke. Hast du frische Wäsche an? Mein Gott, lass doch deine Nase in Ruhe. Wenn Sie hier mal reinschlüpfen wollen. Mein Mann braucht eigentlich gar keinen Anzug. Zu Hause trägt er nur Strickwesten. Dann hat er den, den er anhat. Und fürs Büro den dunkelbraunen. Der ist noch tadellos. Das ist die Herbstmode. Sportlich im Schnitt, gefällig in der Form. Pariser Maßkonfektion. Müssen die Hosen so sein? Die modische Hose trägt man jetzt kürzer und im Gebrauch fällt sie ja noch. Darf ich mal? Sehen Sie? Beweg dich doch mal. Oh. Die Hose sitzt angenehm knapp im Schritt und ist ausgesprochen gesäßfreundlich. Das tragen jetzt alle Herren in Paris? Wer sich's leisten kann. Ah. Ja, so sieht es gut aus. Aber wenn er erst wieder seine Taschen vollstopft. Gnädige Frau, die Brustpartie ist beidseitig mit Steifleinen verarbeitet. Entschuldigung. Dann steck doch mal die Brieftasche rein und die Schlüssel. Moment. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, danke. Oh, pardon. Ihr sieht aus wie eine Wurst. Aber nicht schlecht, gnädige Frau. Und was halten Sie von einem schottischen Kammgarn-Mohair mit englischer Webkante? Wenn Sie da mal reinschlüpfen wollen. Das ist der klassische Schnitt. Er schmeichelt auch Ihrem Gatten in der Hüftpartie. Moment. Nein, nein. Nein, nein. Oder die gleiche Qualität noch einmal im Jet-Design. In was? Sie erkennen es am Doppelfaden in der Knopflochverarbeitung. Ah. Ach ja. Und das Beinkleid. Oh, bitte. Ach so. Ist der Kammgarn woher frei? Ja, bitte. Wir wollten ja eigentlich gar keinen Anzug kaufen. Er hätte Wäsche viel nötiger. So. Sie sollten sich mal seine Unterhosen ansehen. Man glaubt es einfach nicht, wenn man es nicht gesehen hat. Das ist reine Schurwolle, Kunstfaser verstärkt. Sehr dankbar im Tragen. Aber die Hose steht unten so auf. Man trägt das Beinkleid jetzt gern etwas reichlicher. Es hebt sich ja auch noch durch das Eintragen der Sitzfalte im Knie. Darf ich mal? Oh, bitte. Geh doch mal ein bisschen. Lass deine Nase in Ruhe. Einfach schick. Entschuldigen Sie, das liegt an meiner Hose. Was machst du denn da? Das ist ein ganz leichter Topical im Golfschnitt. Wenn Sie da mal reinschlüpfen wollen, es wird sehr gern genommen. Nimm die Brieftasche raus. Da ist sie. Schick. Sie muss da sein. Einfach schick. Ich kann nicht mehr. Ich könnte Ihnen auch noch etwas in Tweed zeigen. Ich hatte es in dieses Carita-Jackett gesteckt. Und die Schlüssel? Die habe ich in der Hose. Nee. Ich kann nicht mehr. Da. Entschuldigung. Lassen Sie das doch. Ich will nur die Brieftasche und die Autoschlüssel. Was? Jutta! Ich muss darauf bestehen. Jutta! Ich habe alles hier reingesteckt. Was haben Sie wo reingesteckt? Alle meine Sachen habe ich hier reingesteckt. In die Hose von meinem Mann. Das müsste ich doch gemerkt haben. Oh Gott. Moment. Entschuldigung, ich hätte gern meine Brieftasche und meinen Personalausweis, wenn ich mal so frei sein darf. Nehmen Sie die Hand aus meinem Jackett. Sofort. Nehmen Sie die Hand da weg. Nehmen Sie die Hand da weg. Und meine Autoschlüssel. Nehmen Sie die Hand aus meiner Hose. Hier, Herbert, hier. Ich hab sie. Ich auch. Ich habe hier noch eine erstklassige italienische Ware. Perlon verstärkt mit Gesäßfalte. Trage ich selbst gern. Nein, nein, wir nehmen jetzt diesen. Gern. Damit sind Sie hervorragend bedient. Wollen Sie ihn gleich anbehalten? Jawohl, ja. Und die Hose hebt sich noch im Schritt? Im Knie, gnädige Frau, im Knie. Durch das Eintragen der Sitzfalte. In der Bewegung. Hier, sehen Sie.
So, ich pack schon mal den alten ein. Mach doch mal. Du musst dich bewegen. Na, weiter. Dessert? Die Kasse ist vorne links. Wann ist die Hose denn nun eingetragen? Tja, so etwa. Wie weit haben Sie es denn zu Fuß nach Hause? Tja, eine gute Stunde. Dann sitzt die Hose wie angegossen. Ach was? Komm. Guten Tag. Und vielen Dank für Ihre Mühe.